Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 4. Am Start haben wir unseren Ostwind. Hallöchen! Na, du spring ins Feld. Hey, freut mich, euch wieder mit dabei zu sein. Ja, muss, ne? Du bist jetzt ein Space Engineer, euer. Ja. Oh, und am Start haben wir noch unsere geile Krankenschwester. Von hinten an die... Ich schweiß dir gleich ein paar Löcher in die Hose, Thema Krankenschwester. Ach, so ein schönes kleines rotes Kreuz auf dem Arsch. Ja, aber bei euch beiden. Auf der Brust auch noch hier, was links und rechts. Alter, ja, da machen wir so schwarze X'e drauf. Ja, ne? Ja, die müssten aber eigentlich rot sein. Oder solche Dinger hier mit solchen, ja, wo sie nachher leiern kann hier, weißt du? Kommen sie dann tanzend an zum Verletzten. So, wir wollten schweißen. Ja, muss noch eine Menge gearbeitet dann hier. Ups, ich habe den Helm vergessen, wieder anzumachen. War ein bisschen stickig hier. So. Wir haben es ja fast geschafft hier hinten. Fällt jetzt nur noch diese Etage. Es wird ja hier der Kommandoraum. Und dann geht es ja noch ein bisschen an die Inneneinrichtung. Hä, wo bist denn du jetzt? Ein bisschen rechts von dir. Jetzt hinter dir. Ach okay. Warum ist denn hier alles immer so dunkel? Weil gerade Nacht ist und die Sonne weg ist. Also sogar im Schiff ist dunkel. Hat jemand vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen? Ja, die Lichter sind ja weg. Ja, dann bauen neue. Sehe ich jetzt nicht ein. Du hast Helmlicht, das reicht. So, Inne sehen wir, die Treppen ja, gut, sind. Ich muss man eh nicht sehen, aber egal. Treppen sind mittlerweile fertig. Ich versuche jetzt noch ein paar Landepads hinzukredenzen. Okay, mach das mal und ich komme schweißen. Jetzt haben wir natürlich. Man hätte ja auch mit einem Schiff rüberfliegen können und noch die paar Stahlplatten holen können, ne? Die. Hätte. Hätte, wäre, könnte. Hätte, ne? Hätte, Fahrradkette. So, können wir mal ein bisschen von hier gucken. Ach, guck mal, da ist er. Da gehen wir jetzt hin und da werden wir rumschweißen. Und dann, wenn die Stahlplatten gleich alle sind, holen wir mal irgendwie das Frachtschiff. So. Dauert das jetzt länger? Kann das sein? Was? Wenn ich hier schweiß? Dürfte eigentlich nicht. Hm. Ich habe aber schon den... Wir reden hier gerade von Space Engineers. Okay. Da darf man ja immer viel hinterfragen. Weil es ist noch Early Access und immer sehr viel buggy. Um es mal nett auszudrücken. Ja. Da schleichen sich auch mal schnell ein paar Bugs rein wieder hier. Die sie gefixt haben, eigentlich. Machst du die Plattform dann noch ein bisschen größer, oder? Größer inwiefern? Na, das ist ja jetzt 2x3. Er passt mit seinem fetten Hintern nicht drauf. Mach's größer. Nein, ich wollte ja nur fragen. Ich wollte ja nur... Ja, das wird ja jetzt hier nur quasi so schräg hochgehen. Wo du dann hier oben so ein... Weil sie so ein Ort sechseckiges Landepad hast. Sechs ist immer gut. Hm? Ja. Dann kannst du halt mit einem Schiff drauf landen. Halt für kleine Schiffe hier gedacht. Ja. Gucken, ob mir das so gelingt, wie ich mir das erhoffe. Schweißermann! Hier unten hast du noch eine Menge zu schweißen. Oh, okay. Ich hab schon gedacht, wo ist er denn nur, Mensch? Ach, das ist wieder hier. Genau. Da muss ich ja. Da komme ich ja jetzt gar nicht mehr ran zum Schweißen. Ja, freilich. Bei den einen Inneren. Ja, ein bisschen baufrisch muss auch sein. Ach so, ich kann das einfach zuklatschen. Sieht doch keiner. Gut. YouTube hat es auch nicht gesehen. Ihr guckt jetzt alle weg. hört nur zu. Ach, habe ich das hier schön gemacht. Mensch, alles schön dicht hier. Super. Freilich. Gib die Mühe. Ach. Ich bin der Ostwind, ich brauche mir keine Mühe geben. Ja. Bei mir läuft's. Deswegen gibt's hier auch so wenig Frauen.
Was? Frauen? Weil ihr euch keine Mühe gibt, gibt's hier deswegen gibt's hier keine Frauen. Ich habe mal überlegt, dass das vielleicht gewollt ist. Dass das viel zu viel Arbeit ist? Alter, wir müssen hier Let's Playen und dann noch. Ach nee, um Gott zum Willen. Ich ertrage euch doch auch. Wir müssen hier Let's Playen und ab und zu nur Brüste zeigen. Weißt du, wie schwer das ist? Ja, vor allem meine. Ja, du mit deiner armen kleinen Hühnerbrust. Geil, die ist geil, geil. Kannst dran lecken. Mh, ein bisschen Federgeschmack. Oh, was? Was? Hä? Der erzählt schon wieder ein Zeug heute, der Smoker. Was? Was? Moment, das war Klasina, ich schwöre. Ich hab's genau gesehen. Ich hab gesehen, dass sie es erzählt hat. Ja, ich hab's gefühlt. Okay, mit dem Sechseck wird glaube nix. Es wird mehr Sex als Eck. Das könnte. Läuft. Mindestens. So, wenn wir jetzt hier vielleicht diesen nehmen. Dann nochmal. Den ja. Hier weg. Was? Und den dafür dahin setzen? Meine Schweißeskunst. Habt ihr da oben noch ein paar Träger oder sind die habt ihr in der Titan? Ne, Sklaven haben wir nicht hier oben. Nee, dafür hab ich euch zwei. Ne, Moment, dafür bist du doch da. Bring doch, komm doch mal mit dem Schiff rüber. Bloß nee, bloß nee. Ach so, nee, ich hol selber, ich hab die Schlüssel noch einstecken. Klasine und Fliegen, das haut noch nicht ganz hin. Oh doch. Kann ja fliegen, sagte sie und krachte in die Station. Ja, da haben wir erstmal zwei immer Folgen mit Reparatur zu tun. Nicht nur zwei, glaub's mir. So. Außerdem sind die Leute immer nur so gut wie ihre die Lehrer und da wollen wir ja niemanden nennen, der da Flugunterricht gibt. Okay. Wie, gibt dir der Flugunterricht? Smoker? Ja, Moment, die Bezahlung ist ja noch nicht eingetroffen, also gibt es auch keine weiteren Flugstunden. Ostwind zum Beispiel, weißt du, der hat mir gleich ein paar Hunis überwiesen und dann läuft, ne? Also, ja, da geht das. Ah, ja, läuft da wie geschmiert. Sofort. Ich kann hier rumdübeln wie Sau. Warte, der hier muss weg. Ey, Typ. Ja. Jetzt, du dürfen schweißen. Nein! Okay, wir holen Stahlplatten. Sei so lieb und bring mal ein paar Träger und ein bisschen Panzerglas mit. Wo ist denn das Schiff? Soll ich's dir bringen? Ja, freilich. Wo nee. Ist es denn? Warte mal. Klasina? Titan? Shield? Wie hieß das Ding? Ach, da hinten. Ist das das Ding? Ist das das Ding? Ist das... Nee. Das ist das Ding? Der Petra Bohrschiff? Nö. Was stand jetzt hier bei mir mit Sauerstoff? Was? Again low? Eigentlich nicht. Eigentlich. Wo bist du denn jetzt? Na, ich bin vor der Titan. Zu Hause vorm PC. Ja, ja, ich weiß. Was in dem anderen hat mir noch keiner gezeigt. Ach du Scheiße. Das reinstecken, wenn die Folie zuständig ist. Hier hast du aber auch gefuscht. Wer, ich? Freilich. Warum? Weil du da nicht geschweißt hast. Ich habe ja auch kein Material mehr. Moment, das Material ist erst oben ausgegangen. Da warst du schon lange da oben. Ja, wo hat's denn gefehlt? Hier unten. Das ist bei den Ostwind zu jagen.
Von der, dieser Stütze, die von der Base abgeht. Unten. Weißt du, was ich meine? Ja. Nee. Ich geh jetzt rein und hol die Stahlplatten zu. Jetzt leckt's mir und die euch. Ja, jetzt war doch. Nö. Ich bin doch da, das sag doch, wo du das hinhaben willst. Nö. So, ich nehme mal noch eine Sauerstoffbottle mit. 57% zeigt sie noch an. So, na. Ja. Okay. Wir müssen nochmal weg. Also müssen die erst hier ran? So. Ist doch blöd, warum ist man denn so schnell überladen? Weil du nie mehr tragen kannst? Ich bin jetzt 23 Kilo schwer. Ne, Masse 23.154, okay. Das ist unschön. Ich fliege jetzt wieder rüber. So. Auf jedes. Wir sind ja schnell hin und her geflogen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wer weiß, wo die Klasina mit dem Schiff hin ist. Das ist, glaub, find, das sehen wir nie wieder. Sehen wir das nie wieder. Steht neben der Station mittlerweile. Was macht es dort? Ja, eigentlich wollte ich es ja beladen. Aber. Aber eigentlich wollte ich erst gucken, wo du gelandet bist. Also dauerte das einen Augenblick. Und jetzt muss ich erstmal landen, ohne dass ich irgendwas kaputt mache. Ja, Frauen, oh, Frauen halt, oh, ne? Alarm, Alarm, Alarm. Alle auf Gefechtsstation, bitte begeben Sie sich alle in den Luftschutzbunker. Büp, 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 büp. So. Ah, hier fehlt noch was. Guck mal, da fehlt noch was. Geht doch gut. So, Moment, Smoker sein Zeug hier wieder ausgleichen, was er vergessen hat zu schweißen. Moment, du hast geschweißt. Ich, nee. Ich hab's auf Video. Ich hab nur kontrolliert. Ich hab's auf Video, dass du geschweißt hast. Ja, woanders. Okay, Klasina war's. Okay. Ich hab mir die Station geschweißt. Zagelt's bei mir, was ist jetzt los? Wir haben die irgendwo gesehen. Du hast die ganze Zeit versteckt. YouTube hat's gesehen. Gell, YouTube. Immer schön in die Kommentare reinschreiben, wie es war. Und ich sage immer die Wahrheit. Und ist das Ding jetzt ein Stück zu breiter als das, oder ist das jetzt gleich? Ist ob die. Ist einfach nur ob die. Ah, das ist eins zu breit. Ist denn zu breit? Weil ich kann. Hey, du bist ja der Master Chief hier, wa? Mindestens. Du hast jetzt voll drauf, mein Jung. Sowieso. So, mal landen. Mir wird ja schon schlecht. Fliegst du bei Klasina mit? Da hätte ich schon längst gekotzt. Ich glaube, beim allerersten Teamtreffen wird es eine große Schlägerei geben. Ich bring meinen Basie mit. Ich hab einen Hund.
Ja, ich auch. Und der Hund hat Skill, wie wir gesehen haben. Alter, es hagelt jetzt bei mir. Was ist los? Ja, oh, bei mir ab und zu. Klasina. Machst du irgendwas? Klasina macht Blödsinn. Ich suche gerade Träger. Die sind alle auf dem Kilimandscharo. Und wir sind am Folgenden, ne? Ja, ja. Naja, morgen gibt's ja eine neue. Osti, da oben. Warte. Da ist Bob. Marley. Nee, nee. Der Planet. Ach so, wo guckst du hin? Da, ah ja. Das ist Bob. Guckst du hin? Jetzt bleib doch mal stehen, wo guckst du hin? Na, da oben. Der ganz Große. Ja. So, meine Damen und Herren. Bob Marley. Schön sieht er aus. Ja, Erdig, weiß nicht, das klingt zu oldschool, weißt du? Und da dachte man, oh, wir nennen Bob. Okay. Ja, schön grün. Da hinten siehst du sogar eine Wüste. Ja. Ganz schön krass, ne? Irgendwann besuchen wir den wieder. Irgendwann. Ich hoffe. Müsste nicht nur hier gefangen sein, ja? Warum ist dahin? Wird es noch ewig dauern. Nein! Setz deinen Helm ab und schrei dich hoch dran. Ich brauch Frischluft. So, liebe Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns, das zu sehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jo. Nein, Scheiß, ja, das geht ja gar nicht.